Sechster Spieltag, Bicko, BBL, haben sich hier in Hagen am heutigen Tage Phoenixhagen und die New Yorker Phantoms aus Braunschweig gegenüber gestanden. Das Spiel wurde durch die Gäste aus Braunschweig gewonnen. Dann einen guten Abend. Wir haben beide Trainer hier heute. Als Gast haben wir Warner und unseren Trainer Ingo Freier. Wie es sich geziemt, immer dem Gast zuerst das Statement. Bitte schön. Ja, der BT hatte was von einem Ausdauer. Ich denke, dass das Publikum auf seine Rechnung gekommen ist. Ob wir Coaches damit mit dem hohen Score so zufrieden sind, steht auf einem anderen Papier. Also ich denke nicht, dass wir auf unserer Seite damit zufrieden sein können, 100 Punkte erhalten zu haben. Das ist defensiv indiskutabel und das ist sicherlich was, woran wir zu arbeiten haben. Wir haben uns 5 Punkte zurechtgelegt, die wir umsetzen wollten vor dem Spiel. Davon haben wir 2 umgesetzt. Das eine war, dass wir uns selbst dadurch, dass wir Ruhe bewahren und uns nicht in Hektik bringen lassen, uns selbst eine Chance geben, das Spiel zu gewinnen. Und das zweite war ja, ihr aggressives Verdoppeln zu bestrafen mit guter Ballbewegung. Über die anderen 3 Punkte hülle ich hier den Mantel des Schweigens. Da waren wir weit davon entfernt, die umzusetzen. Dass wir dennoch gewonnen haben, spricht für die Mannschaft, spricht für den Kampfgeist der Mannschaft, spricht aber auch dafür, dass wir noch eine Menge Arbeit vor uns haben. Ja, danke Raul. Ingo, bitte, zum Spiel. Ja, Glückwunsch an Braunschweig. Haben im letzten Viertel sehr, sehr gut gespielt. Ich denke, wir waren 3 Viertel ganz gut, haben eigentlich so gespielt, wie wir das auch vorhatten. Haben das erste Mal während der ersten 3 Viertel gegen die Zone gar nicht so schlecht ausgesehen. Dann am Ende leider katastrophal gespielt gegen Zone, in Offense dadurch den Rhythmus verloren. Dann ging in Defense auch ein bisschen der Kopf runter, aber da müssen wir einfach abgeklärter spielen. Wir führen hoch und müssen es einfach, die Automatismen, die wir in Offense haben, runterspielen. Wenn wir dann die freien Würfe nicht treffen, dann ist es was anderes. Aber wenn man dann so ein Durcheinander hat, bringt man die andere Mannschaft wieder ins Spiel. Gut, und dann haben wir am Ende verloren. Zu Recht, weil wir das letzte Viertel schwach gespielt haben. Gibt es Ihrerseits Fragen an die beiden Trainer? Bitte schön. Feuer frei. Ja, Ingo, du sagst, das letzte Viertel gegen die Zone katastrophal gespielt. Das war letztlich der Knackpunkt. Da gibt es keine Möglichkeit mehr, auf die Mannschaft einzuwirken. Du hast zwar die Auszeiten genommen, aber da ist das dann aus den Köpfen nicht mehr rauszukriegen. So sah es jetzt aus. Ich dachte, wir wären weiter. Bestimmte Spieler haben es leider dann nicht auf die Reihe bekommen. Spieler, die eigentlich Verantwortung übernehmen sollen. Und da dachte ich, wären wir schon ein bisschen weiter. Aber daran müssen wir wahrscheinlich noch sehr viel arbeiten. Gibt es weitere Fragen? Sehe, das ist nicht mehr der Fall. Ja, dann ganz herzlichen Dank für die Teilnahme an dieser Pressekonferenz nach der Begegnung Phoenixhagen gegen die Phantoms aus Braunschweig. Euch alles Gute, eine Danke. Gute Heimfahrt und Danke. Es gibt einen zweiten Termin. Ja, der ist dann bei uns.